Internet. Alles klar bei euch? Ich habe euch versprochen, ich komme wieder. Und jetzt bin ich wieder da, vielleicht auch eine Woche später als gedacht, aber das ist ja egal. Aktuell bin ich in Düsseldorf auf dem Weihnachtsmarkt, zusammen mit dem Topske, den seht ihr hier vielleicht auch schon. Der, hallo! Ja, der will ein paar Mobilfunknetze abklappern, da ist er schon wieder weg. Der sucht die ganze Zeit 5G. Und zusammen mit mir gucken wir uns heute den Weihnachtsmarkt an, hier in Düsseldorf. Mal gucken, wie viele wir heute Abend noch abklappern können. Ich bin mal gespannt und dann sage ich mal bis gleich. Düsseldorf im Parkhaus, Parkdeck 2, Parkdeck 3. Wir kommen gerade aus Parkdeck 3. Der Witz ist, die Ausfahrt ist führt genau an der Einfahrt von Parkdeck 2 her. Sprich, wir wollen hier nur raus, müssen aber die ganze Zeit warten, weil die ganzen Leute noch auf Parkdeck 2 wollen. Wer konstruiert denn so ein Parkhaus? Und dann stehen wir hier die ganze Zeit. Wir haben schon, um ins Parkhaus auf Parkdeck 3 zu kommen, gerade locker 20 Minuten hier gewartet. Das ist ein Tunnel. Wir sind jetzt gerade nämlich aus Düsseldorf rausgefahren und weiter geht's jetzt nach Essen. So, wir haben unseren Weg jetzt geschafft. Wir sind jetzt tatsächlich nach Essen angekommen. War ein bisschen aufwendiger. Der Verkehr ist nicht ganz so einfach, gerade wenn hier so viel los ist in der Stadt. Wie ihr sehen könnt, gar nicht mal so wenig. Ich weiß gar nicht, wo wir überall hingehen sollen. In die Richtung gibt es kleine Stände, in die Richtung gibt es Stände. Da gibt es Stände, hier laufen Leute mit einer Musikbox auf der Schulter durch die Gegend und hören Techno. Das kennt man eigentlich sonst nur von Berlin. Da hinten hat gerade, glaube ich, eine kleine Blaskapelle eingesetzt. Also das ist hier schon ganz nett, kann man sagen. In Düsseldorf gab es zwar ein Riesenrad und so komische Luftballons mit, yo, Luftballon mit so blinkenden, bunten Dingern, was ich gar nicht zuordnen konnte. Aber hier ist es doch wesentlich weihnachtlicher, finde ich sogar. Aber mag auch sehr subjektiv tatsächlich sein. Ich zeige euch einfach jetzt noch ein paar Ausschnitte hier aus Essen. Wir waren jetzt ungefähr eine Stunde hier in Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Gefällt mir tatsächlich ein bisschen mehr als der in Düsseldorf gerade. Und wenn es nur ist, weil der Typ auf dem Klo, der das Geld entgegennimmt, eine lustige Socke war. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir fahren jetzt erstmal weiter und wir nehmen euch mal wieder mit. Bis gleich. So, es ist jetzt ungefähr 10 Uhr. Na, noch nicht ganz, es ist kurz vor 10. Wir sind jetzt in Herne-Krange, haben tatsächlich den Ort hier noch erreicht, kurz vor Feierabend. Die einzelnen Läden schließen schon alle, aber ich denke, als vierte Station des Abends ist das auch ganz in Ordnung. Und ja, ist hier alles ein bisschen kirmesmäßig. Ich zeige euch gleich noch ein paar Stände von hier. Ist auf jeden Fall was anderes, als wir vorher in Bonn, und in Bonn waren wir ja gar nicht zusammen, aber als wir vorher in all den anderen Städten gesehen haben, die mir jetzt alle nicht mehr einfallen, was auch egal ist. Auf jeden Fall denke ich mal, wir gehen jetzt hier noch eine Runde. Es kommt schon immer wieder regelmäßig Durchsagen, dass jetzt bitte sich hier alle verpissen sollen. Das machen wir dann auch gleich. Aber vorher, wie gesagt, zeige ich euch noch alles. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal erst im nächsten Jahr, wenn nicht noch vorher irgendwas Interessantes passiert. Ihr kennt mich ja. Wartet also ab. Und falls wir uns sonst nicht mehr sehen, schon mal frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Ciao. Wir waren jetzt tatsächlich fast eine Stunde hier in Bochum auf dem Weihnachten. Ich hab's tatsächlich gesagt. Ich hab's dir noch gesagt.
Also, nochmal, jetzt ist vorbei.